So, ach, da haben wir noch eine Selektion. Eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen, weil mir erstens viel zu warm ist durch die ganze Sonne hier. Und zweitens, weil ich eh eine Aufnahmepause machen wollte. Mensch, da habe ich ja übelst vorproduziert hier in Famous, weil da brauche ich ja erstmal eine Weile nicht aufnehmen. Aber dafür habe ich ja noch Mass Effect. Freunde, Boah. halten wir kurz inne und erinnern uns der dunklen Zeiten. Denken daran, wie die Monster aus dem Sumpf kamen. Sie kamen und schlachteten uns zu Hunderten ab. Ganze Familien wurden aus ihren Häusern gezerrt, vor ihren Nachbarn zerrissen. Die Polizei war nutzlos, hilflos. Die Monster mähten sie nieder wie Bauern den Weizen. Es gab keine Verteidigung. Im Angesicht der Not unserer Stadt wusste ich, was zu tun war. Ich organisierte die Miliz. Und wo sind wir heute? Das Ding geht gleich. Die Ordnung ist wiederhergestellt. Ihr könnt klar. ohne Angst auf die Straße gehen. Doch unsere Arbeit ist noch nicht getan. Noch immer greifen Monster die Barrikaden an und wollen hinein. Und es gibt neue Gefahren. Unter uns sind Freaks mit unheiligen Kräften, die nicht von Gott stammen. Wir brauchen die Miliz wie nie zuvor. Ich habe nie um etwas gebeten. Aber wenn ihr dankbar für unsere Dienste seid, könnt ihr jetzt etwas zurückgeben. Die Miliz rekrutiert neue junge Kämpfer, um unsere Reihen zu verstärken. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Es gibt großzügige Boni für Anmeldungen und Empfehlungen. Aber Vorsicht! Wenn die Quote Ende des Monats nicht erfüllt ist, müssen wir Zwangsrekrutierungen durchführen. Bei dir sollte man mal eine Amputation des Gehirns vornehmen. Ach nee, das ist ja schon amputiert worden. Tut mir ja leid, wusste ich natürlich schon, aber ich muss es natürlich noch mal auf die Spitze treiben. Schön übrigens, wie die Lampen gerade angehen, weil es ja gerade dunkel wird. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Tag-Nacht-Rhythmus ist, der nach Zeit geht oder nach Mission. Ich weiß das gar nicht. Werde ich mal geschossen? Nee, wieder geschossen. Komm, helfen wir dem mal. Tju, 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 tju. Ich hab da eh nichts drauf, Mensch. Ach, der hat gerade einen Überfall. Ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich könnte kotzen. Oh, das sage ich ja schon viel zu oft. Oh, Explosion haben wir ja noch. So, noch zwei. Kriegt man wieder einen Punkt dazu. Ist doch schön. Ah, wieder eine Klinik, alles klar. Unsere Ärzte werden gezwungen, nur noch die Miliz zu behandeln. Befreien Sie sie und wir können auch Sie behandeln. Okay, 6 von 6 Geiseln. Rette die Sanitäter. Okay. Achso, das ist doch wieder eine Entführung, oder? Guck mal, wer da ist. Ich glaube, ich habe Sanitäter getroffen. Jetzt springe ich mal zur Seite. Alter. Hier springe ich mal zur Seite bei den Raketen, weil ich bin nicht die Sanitäter da treffen mit der Rakete. Ich sollte aber auch mal die Miliz treffen und nicht immer nur daneben schießen. Wow. Ich will nämlich so möglichst alle Geiseln. Boah, Alter. Möglichst alle Geiseln haben. Ich bin noch voll fett wieder am Rumstottern, weil ich mich hier konzentriere. Boah, Mann, hört auch mal auf, Raketen zu schießen. Nein, so. Boah, 6 von 6 haben wir immer noch. Super. Alle Zivilisten 2. Was? So. So.
Fünfmal. Das heißt, wir kriegen 5 XP. Ui, wie viel haben wir denn jetzt? Oh, wir haben wieder 3000. Wird mal Zeit für neue Kräfte, ne? Will man neue Kräfte freischalten wieder? Ach so, wir nehmen ja jetzt bei den Explosionskern. Bei der Hauptmission, glaube ich, wieder. Ich glaube, ich muss jetzt gleich niesen. Oder? Hm, nee, doch nicht. Ich hatte das Gefühl, das ist so halb-halb. Da muss ich niesen, aber auch nicht. Ja. Na sowas. Oh, ein Fernseher. So, immer geil, ne? Hier, die ganzen Fernseher stehen alle auf dem Dach. Das heißt, die wohnen eigentlich alle auf dem Dach. Hallo. Nee, dich will ich nicht heilen, dich will ich fesseln. Jo, perfekt. So, und wir haben keine Nebenmission mehr. Das heißt, wie running now to the main mission. So, richtig geiles Englisch, ne? Natürlich habe ich das jetzt mit Absicht so gesagt, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier eine Englischschwäche. Ich bin sogar eigentlich ganz gut in Englisch. Zumindest sagt das meine Noten in der Schule. Ob ich wirklich so gut bin, weiß ich nicht, aber naja. Mir wird es auch nie gesagt. Das heißt, so anhand der Noten kann man es erkennen. So. Da wir die Taube ja letztens nicht mitgenommen haben, ich glaube, das war die. Holen wir uns die doch noch schnell. Hören wir uns das an, gehen wir zur Hauptmission und dann beende ich die Aufnahme. Für heute. Also, jetzt. Also, komm, wollen wir die mal abschießen? So. Gibt keine bösen Punkte. Okay. Wo sind die hin? Oh. Oh, die ist ein bisschen gefallen. Mist. So, und wieder mal Daten sichern. Sichern. Alter, wie die Sonne Audio-Mitschnitt scheint. von Joseph Bertrand. Datei B082. Wir müssen etwas mit dieser Sumpfschlampe machen. Sie tötet meine Jungs und stört meine Operation. Das kostet mich viel Geld. Die Jungs verlieren fast den Verstand wegen dieser Sumpfhexe. Und sie ist aalglatt. In den Mangroven finden wir sie niemals. Was schwebt Ihnen davor, Sir? Naja, ich dachte, vielleicht könnten Sie eine Art Konduitradar erfinden oder sowas in der Art. Hat das Vorrang vor den 5 anderen Projekten, an denen ich für Sie arbeite? Nein, verdammt! Bringen Sie zuerst die anderen zu Ende. Und den Konduitdetektor setzen Sie auf die Liste. Also der Bertrand ist ein richtiges Arschloch. Und die Sumpfhexe ist natürlich wer? Die gute Nix. Kommt aus dem Sumpf, kann ich ja schon mal verraten. Darum Sumpfhexe. Und da die ja halt die Typen mal platt macht, ne? So setzt sich das alles zusammen. So, und dann ist noch eine Entführung, was denn sonst? Na du Hamlet. So, der ist weg. Boah, okay, Leute. Habe ich diese scheiß Zivilisten getroffen, aber nicht die? Das ist ja nicht wahr. Kann ich ja nicht Kartons nehmen? Doch. Pam! Ach komm, als ob ich den getroffen hätte, ganz ehrlich. Alter! Was ist denn da dran so schwer, den Typen zu treffen? Na also. Meine Fresse. Nein, nein, nein. Jetzt geh doch mal weiter. Boah. Schlüten sowas. Ja, komm, weich noch auf, du Arsch. Ja, wie viele stehen denn da? Mein Gott, das sind ein paar Leute. Boah, wer schießt denn hier immer? Na klar, da kommen noch da welche raus. Ey, Mann, wie viele Penner sind denn hier? Hier, das kann ich auch mit Granaten werfen. Wer ist das? Na, ach, wirklich. Ich
Spiele übel schlecht. Müssen wir mal antrainieren. Boah, komm. Ey, warum? Ey, das zielt doch schon auf den Typen. Da treffe ich Zivilisten, obwohl das Ziel auf den Typen hängt. Zeig mal, wo sind denn die? Kann ich die nicht wieder heilen oder sowas? Ach, hier ist noch ein Geschütz. Aha, naja, kommen die also alle. Boah, ist das warm hier. Mann, kann es gar nicht genug sagen. Oft genug sagen. Ach so, ihr lebt alle noch, ne? Du solltest dich mal waschen, du bist ganz schön dreckig. Tja. Ne, die sind auch alle okay, gut. So, dann haben wir den Schrott fertig. Der noch. Der noch. La 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 la. So. Jo. Oh, was ist denn das? Nicht so in so einem Garten hier? Wintergarten? Sieht nicht so aus. So, ein Sturm kommt auf. Sturm. Nee, das Boss ist es noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt meine Fernbedienung, die ich extra zu dem Aufnahmegerät gekriegt habe. Und das hat jetzt echt überhaupt keinen interessiert. Tja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Let's Play Infamous 2. Bis dahin, ciao!